Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video auf Übungsblatt 3 die erste Aufgabe an. Und hier hieß es eben, dass wir ein Konsolenprogramm schreiben sollen, das mit Kontaktdaten umgehen kann und diese verwaltet. Hier heißt es eben, dass wir diese folgenden Anforderungen umsetzen sollen. Sobald das Programm gestartet wird, soll ein Menü erscheinen mit den folgenden Einträgen. Wir haben hier sowas wie ein Header. Wir haben hier eben diese Menüeinträge, die dann einzeln aufgelistet sind. Und wenn ich hier dann eben die ID des jeweiligen Menüeintrags auswähle, dann kann ich eben in bestimmte Methoden verzweigen, die eben dann die Kontakte darstellen. Eben alle Kontakte mit allen Details angezeigt, wird neuer Kontakt erstellen ausgewählt, werden vom Nutzer alle Details zu einem neuen Kontakt abgefragt und im Anschluss dieser neue Kontakt zur Kontaktliste hinzugefügt. Im Falle von bestehenden Kontaktlöschen werden alle Kontakte bloß mit Namen aufgelistet. Der Nutzer kann eben im Anschluss, genauso eigentlich nach dem Prinzip beispielsweise, wie es hier oben gemacht wird, mit dem Auswählen einer ID, eben dafür sorgen, dass dieser Kontakt gelöscht wird. Und wo war ich jetzt noch hier? Genau. Wir haben hier eben das Programm beenden. Das können wir eben machen, indem wir diesen vierten Menüpunkt auswählen. Und ein Kontakt besteht dabei aus Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wobei die Eingabe des Vornamens zwingend notwendig ist, wenn ein neuer Kontakt erzeugt wird. Wenn ein Kontakt bei allen Kontaktenanzeigen dargestellt wird, soll neben dem Geburtsdatum auch das Alter in Jahren in Klammern dahinter stehen, falls vorhanden. Und wir sollen eben eine Klasse Kontakt definieren, die all diese Daten hält. Und wahlweise können wir eben diese Kontakte in einem Array festlegen, den wir einfach mit einer ausreichenden Größe letztendlich initialisieren oder eben mit List of T. Zu diesem Zeitpunkt, als die Aufgabe gestellt wurde, haben wir sie noch nicht in der Vorlesung durchgesprochen, aber ich werde sie trotzdem direkt hier gleich jetzt bei der Musterlösung sozusagen verwenden, weil wir eben mittlerweile schon diese Klasse kennengelernt haben. Ja, ich habe mir hier eben ein Projekt schon in Visual Studio erstellt, mit dem wir jetzt starten können. Ja, das erste, was ich mal mache, ich zerlege mir natürlich wieder diese Aufgabe in kleinere Schritte, die ich einfacher erstellen kann, ist, dass ich hier erstmal sage, ich möchte das hier auf der Konsole ausgeben, also einmal diesen Kopf und eben dann diese Punkte. Also wir fangen mal an mit console.writeLine. Das ist eben die Kontaktverwaltung. Und dann geben wir hier gleich noch drunter aus Unterstrich und dann kommt eben hier die Frage, was möchten Sie tun? Und dann gebe ich hier eben diese verschiedenen Punkte aus. Das war eben erstens alle Kontakte anzeigen. Und das kopieren wir uns hier einfach ein paar Mal. Weil wir nämlich zweitens einen neuen Kontakt erstellen möchten. Dann haben wir hier drittens bestehenden Kontakt löschen.
Und als viertes haben wir eben das Programm beenden. So, und dann kann ich mir das schon mal einfach anschauen und wir sehen, okay, wir haben jetzt ungefähr schon diese Struktur, wie sie hier eben dargestellt ist, abgebildet und jetzt brauchen wir eben noch irgendwie etwas, was wir einlesen können. Das heißt, wir würden hier sagen, dass eben unsere Eingabe mit console.readline gemacht wird. Und davor geben wir eben noch mit write aus ihre Auswahl. Und dann schließen wir das Ganze nochmal mit einem write-line ab. So, und anhand dieser Eingabe möchten wir jetzt eben verzweigen. Beispielsweise mit einer Switch-Anweisung, wenn wir das möchten. Wir nehmen hier eben die Eingabe. Und im Falle, dass das eben die 1 ist, möchte ich sagen, dass ich hier eben alle Kontakte ausgebe. Das rufe ich dann einfach hier über diese Funktion auf, die ich mir noch erstelle. So. Und wenn es eben 2 ist, dann rufe ich eine Methode erstelle neuen Kontakt auf die schieben wir noch eins runter, machen dann den Break und im Falle, dass der Nutzer eben die 3 eingegeben hat, lösche wir eben einen bestehenden Kontakt. Schieben wir auch hier runter. Und ansonsten machen wir bei Case 4 eben den Fall, dass wir ein Boolean soll Programm beendet werden auf True setzen. Und genau danach machen wir den Break. Und diesen Boolean erstellen wir uns natürlich. Das machen wir hier oben. Den setzen wir natürlich auf False und machen hier eine While-Schleife hin, damit wir eben, das wollte ich nicht. Hier habe ich noch das Break vergessen. Solange dieser Wert eben false ist, soll unser Programm laufen. Und nach dieser ganzen While True Schleife machen wir eben noch ein Console Readline, damit. Jawohl, eigentlich müssen wir das auch nicht machen. Ich nehme es nochmal raus. Okay. Was passiert natürlich, wenn der Nutzer hier eben irgendwas anderes eingibt, dann können wir eben im Default Case landen. Dann sagen wir eben, Ihre Eingabe war nicht korrekt. Bitte versuchen Sie es erneut. So eingerichtet haben, können wir jetzt eben schon mal versuchen,
hier unsere diese Exceptions nämlich noch weg, damit wir diese eben nicht auslösen, wenn unser Programm ausgeführt wird. Aber wir haben jetzt im Prinzip schon mal diese Menüstruktur nachgebaut. Ich kann jetzt zwar die 1 drücken, es wird aber noch nichts Zusätzliches angezeigt. Und bei der es erscheint einfach aber trotzdem schon mal dieses Menü erneut, wenn ich hier eben bestimmte Eingaben mache. Und wenn ich die 4 drücke, dann wird das Programm tatsächlich beendet. So. Okay, dann können wir jetzt langsam mal an die Möglichkeiten machen, dass wir jetzt unsere Kontaktklasse schreiben. So, was haben wir eben gesagt, was wir hier brauchen? Eben Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. So, wir haben hier eben ein String Vorname, getSet, Nachname, dann haben wir eben eine Telefonnummer. E-Mail-Adresse und ein Alter haben wir natürlich auch noch. So, und wir haben ja gesagt, zwangsweise muss der Vorname gesetzt werden. Das heißt, wenn so ein Objekt erstellt wird, dann lassen wir uns den Vornamen einfach gleich geben und setzen den hier ein. Und wir schieben diese Klasse noch in eine andere Datei, damit wir sie hier haben. Achso, Entschuldigung, das war natürlich falsch. Wir wollen hier ein Datetime haben, das ist das Geburtsdatum. Und hier setzen wir eben noch einen Nullable of Int ein. Das habe ich ja auch schon mal in einem vorherigen Video gezeigt. Nullable, dieser Typ, ist dazu gedacht, dass man eben Wertetypen ebenfalls auf Null setzen kann. Und wir nutzen das eben, damit wir ein Alter zurückgeben, wenn das Geburtsdatum gesetzt ist. Also auch hier würde eigentlich ein Nullable of Datetime Sinn machen, weil es ist ja nicht zwangsweise notwendig, dass man Geburtsdatum und das Alter, hierfür machen wir eben einen Getter. Und wir gucken hier bloß, ist Geburtsdatum gleich Null? Und wenn das der Fall ist, dann geben wir auch Null zurück. Ansonsten geben wir eben über eine Methode berechne Alter, die wir hier direkt noch in dieser Klasse anbringen. Hier geben wir eben ein Int zurück. Und wir schauen uns hier eben dieses Alter mal an. So, was brauchen wir hier? Wir müssen eben das Geburtsdatum uns holen. Diesen Wert. Und wir holen uns auch den jetzigen Zeitpunkt. Also, jetzt ist eben, das holt man sich über DateTime.now. Und wir können jetzt eben sagen, dass wir diesen Wert hier haben wir ja das hier.
und jetzt kommt hier mal voneinander abziehen. Das heißt, nehmen wir an, jemand ist 1990 geboren und wir haben eben jetzt das Jahr 2014, dann heißt es ja, dass er jetzt 24 Jahre alt wäre. Was wiederum heißt, im Umkehrschluss, wenn er dieses Jahr schon Geburtstag hatte, ist er 24. Und wenn er dieses Jahr eben noch nicht Geburtstag hatte, dann ist er eben noch 23. Und das müssen wir noch hier eben in einer F-Bedingung abprüfen. Wir schauen eben beim Geburtsdatum, das können wir uns mal eigentlich rausnehmen, das ist besser, dass wir quasi hier direkt sagen, dass wir hier eine Variable haben, die eben nicht nullable of datetime ist, sondern eben bloß Geburtsdatum plus datetime. Das machen wir eben, indem wir das so machen. Dann können wir eben hier diese Sache einsetzen. Und wir schauen jetzt eben in dieser Überprüfung hier, ist der Month, wenn der größer ist als der jetzige Monat, dann müssten wir quasi eigentlich wieder minus 1 rechnen. Oder wenn eben der Monat schon vorbei war. Ne, ich glaube, ich werde es andersrum machen. Also ich berechne mir jetzt aus, dass er quasi schon dieses Jahr Geburtstag gehabt hatte. Das heißt, wir sagen eben, dass der Monat kleiner gleich jetzt Monat ist. Das heißt, es war davor oder im jetzigen Monat und eben, dass der Tag, hier sehe ich gerade, wir haben ja auch die Day of Year, das ist ja dann noch viel einfacher zu überprüfen. Das heißt, wenn der Tag des Jahres, also es wird irgendwas zwischen 0 und 356 sein, größer ist als jetzt Punkt Tag des Jahres, dann können wir eben sagen, oder wenn wir es gleich umdrehen, dass die Anzahl Jahre, da müssen wir eben noch 1 abziehen. Ne, Entschuldigung. So, natürlich, ne? Also wenn der Geburtstag noch kommt in diesem Jahr, dann müssen wir 1 abziehen von diesen Anzahl an Jahren. Und dann geben wir eben hier diesen Wert zurück. Und hier haben wir wahrscheinlich noch ein Problem, weil wir keinen Nullable of Int zurückgeben. Deswegen machen wir das so. Man kann übrigens Nullable of Int auch so schreiben. Dafür gibt es diese Kurzschreibweise. Haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen in einem vorherigen Video. Und wenn wir das hier eben so einsetzen, dann sparen wir uns noch etwas Code. So, wo ist jetzt das Problem? Achso, das war natürlich ein Datetime. So. Okay. Damit haben wir das Alter berechnet. Und wir können eben hier sozusagen auch noch einen Guard Clause eigentlich dazu nehmen. Wenn der eben gleich null ist, dann schmeißen wir eine neue Argument null exception für den Vornamen. Und damit sind wir eben sicher, dass der Vorname gesetzt ist, wenn wir einen Kontakt erstellen. So, und eigentlich können wir eben hier gleich
diese Berechne-Alter-Funktion direkt aufrufen. Das wäre viel einfacher zu lesen. Dann machen wir hier eben die Überprüfung am Anfang. Ist eben unser Geburtsdatum gleich null? Dann sagen wir, dass wir ebenfalls null returnen. Und ansonsten geben wir eben diese Sache zurück. Und das ist nochmal etwas leichter zu lesen. Und deswegen nenne ich das ja auch bestimme Alter. Damit es noch eindeutiger wird, dass wir hier nicht bloß Alter berechnen, sondern sogar prüfen, ob Geburtsdatum null ist. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal das an, wie wir diese Kontakte verwalten können. Wir sollen ja drei Standardkontakte haben, die wir hier angeben. Das erste, was ich mal aber mache, ist mir die Kontakte in eine Liste zu speichern. Das heißt, ich erstelle mir eine neue Liste von Kontakt. Und wir können gleich den Listeninitialisierungssyntax oder die Listeninitialisierungssyntax nutzen, um eben diese Kontakte in diese Liste beim Erstellen reinzubringen. Das heißt, ich stelle hier einen neuen Kontakt, der heißt eben Worte, und danach kann ich noch mit Objektinitialisierungssyntax angeben, wie die anderen Sachen sind. Also, wir sagen, der Name, Entschuldigung, jetzt habe ich mich etwas verschrieben. Wir machen hier, Name ist gleich White. War bestimmt Nachname, wenn ich mich richtig entsinne. So. Hier noch ein bisschen an Platz weg. Und der, ich weiß gar nicht genau, wann er Geburtstag hat. Irgendwie ist er 52. Wenn wir das zurückrechnen, 2013 minus 52, das wäre ja dann 61 irgendwie. Also lassen wir ihn doch einfach mal am 1961 im März, den 15. den Geburtstag haben. Und das ist seine E-Mail-Adresse. Und den Rest geben wir so an. Einfach ein beliebiges Datum hier eingebe. Und er hat meinetwegen eine Telefonnummer. Und noch einen dritten Kontakt. Beispielsweise den Hank. Okay, jetzt haben wir sozusagen eine Liste von Kontakten mit bereits Daten hier festgelegt. Und wir wollen jetzt sozusagen diese Klasse Kontakte oder diese Liste eben hier jeweils ausgeben, einen neuen Kontakt zu dieser Liste hinzufügen, einen bestehenden Kontakt löschen oder eben das Programm beenden. Okay. Nachdem wir das haben, können wir dann eben diese Liste hier beispielsweise als Parameterwert mit übergeben. Wir können dann eben hier diesen Parameter hinzufügen. Und was wir hier eben machen müssen, ist
wir durchlaufen all diese Kontakte und geben quasi den Namen aus. Und dazu können wir uns auf dieser Klasse Kontakt noch eine zusätzliche Eigenschaft festlegen. Was ich hier noch machen werde, ist, dass ich mir ein Feld festlege für diese Eigenschaft und nicht diese automatische Eigenschaft für Vorname nutze. Das habe ich ehrlich gesagt hier ein bisschen vergessen. Wir müssen ja eigentlich hier überprüfen, ist dieses Ding null oder nicht. Wenn wir den Getter nehmen, dann geben wir natürlich den Vornamen zurück. Aber wenn wir den Setter angeben, dann überprüfen wir natürlich auch hier, ist dieser gelieferte Wert gleich null. Wenn ja, dann werfen wir eine Argument null Exception. Und nur wenn der Wert nicht null ist, wir möchten ja sicher gehen, dass zumindest der Vorname gesetzt ist, dann setzen wir diesen Value. Dann können wir uns diesen Konstruktorcode natürlich ja auch sparen, indem wir einfach das hier setzen. So, auf was ich eigentlich aber hinaus wollte, ist, dass wir noch eine lesende Eigenschaft machen mit dem vollen Namen. Dazu bauen wir eben einen Getter und wir erstellen uns hier eine Variable, die wir erstmal mit dem Vornamen initialisieren und wir überprüfen dann, ist der Nachname ungleich 0. Wenn das der Fall ist, dann fügen wir eben zu dieser Variablen noch den Nachnamen hinzu und davor brauchen wir natürlich noch ein Leerzeichen. Und dann geben wir diesen vollen Namen zurück. Benennen wir das noch richtig. Und wir können dann sozusagen als erstes mal den Namen ausgeben von diesem Kontakt, den wir hier haben, den vollen Namen. Und dann müssen wir eben überprüfen, sind die anderen Angaben vom Nutzer da oder nicht. Dazu schreibe ich mir eine Hilfsfunktion. Die mache ich generisch. Nämlich einfach gib Kontaktfeld aus, wenn nicht null. Und diese, dann setze ich eben einen Generic ein. Warum mache ich das? Weil ich eben beim Kontakt hier sowohl String als auch diese beiden Wertetypen als nullable habe. Und ich möchte dann eben schauen, innerhalb dieser Methode, ob diese Sache null ist oder nicht. Also, ist dieses Ding null, dann mache ich nichts. Wenn das aber nicht null ist, dann kann ich sagen, dass ich auf der Konsole eben eigentlich einen bestimmten Text ausgebe. Den lasse ich mir auch noch übergeben. Das ist nämlich einfach Anzeigetext. Hier gebe ich eben den Anzeigetext aus. Und
dann den tatsächlichen Wert, das ist der Anzeigetext und das Kontaktfeld. Und dann rufe ich diese Sachen einfach nach und nach auf. Das heißt, für Kontakt. Womit was fangen wir denn an? Am besten mit dem einfach mal mit der also eigentlich sollte man ja mit dem Geburtsdatum anfangen und dem eventuellen Alter. Das muss ich aber genau in diesem Fall etwas anders machen. Auch hier mache ich mir noch eine Hilfsfunktion. Oder eigentlich eine Hilfseigenschaft. Das nenne ich irgendwie Geburtsdatum und Alter. Und ich mache hier wiederum einen Getter. Überprüfe, ist das Geburtsdatum gleich null. Wenn das der Fall ist, dann gebe ich auch null zurück. Ansonsten sage ich eben, dass ich hier String Format zurückgebe. Und zwar in der Form, dass ich eben sage, ich mache hier eine Platzhalter 1 für das, für eben genau das Datum. Vielleicht ich nehme hier als Typ eben diesen Value und hier eben rufe ich die bestimme Alter-Funktion auf. Das Alter.Value direkt. So, dann haben wir das. Okay. Hier kann man übrigens bei den Angaben für, oder wie dieses Datum formatiert werden soll, kann man hier mit einem Doppelpunkt bestimmte Sachen angeben. Wir sehen hier eben ein Long Date, ein Short Date und hier verschiedene Formen. Das ist leider jetzt bloß vom Plugin angezeigt. Aber wir können hier auch eigene Sachen bilden. Wie zum Beispiel hier dieses Format, dass wir eben sagen, dass wir erst die Jahreszahl, den Monat und dann den Tag und dann den Tagesnamen ausgeben, wenn man das möchte. Also das wird mir jetzt leider bloß beim Resharper angezeigt. Sie können sich das Ganze aber auch selber durchlesen, wenn Sie in der MSDN nach sogenannten eben Datetime Format Strings suchen. Dann kommt man eben zur Seite für Standard Date and Time Format Strings und hier sind diese ganzen Abkürzungen, die man einsetzen kann. Eben das Short Time Pattern, das Long Time Pattern und so weiter hier aufgeführt und wir finden dann eben auch Custom Date and Time Format Strings. Die sieht man dann hier, wie man die sich selbst zusammenbauen kann. Also hier sieht man dann eben auch, dass dieses Pattern eben Month, Month, Day, Day, Year, Year ist in diesem Fall. Und hier sieht man dann die einzelnen Buchstaben, die man eben einsetzen kann, um ein bestimmtes Muster zu erhalten. Das Ganze geht nicht nur für Datetime, sondern auch für die arithmetischen Datentypen oder die numerischen Datentypen, genauer gesagt, also Ganzzahlen und Gleitkommazahlen, für Timespans, für Enumerationen und so weiter. Also diese Formatting Types sind ganz lesenswert. Und ich setze hier einfach eben dieses Short Date Muster ein und hier eben gebe ich noch den Wert zurück. So, und dann kann ich hier eben sagen, dass ich gebe Kontaktfeld aus, wenn nicht null. Hier gebe ich eben vom Kontakt den
Namen, sondern eben Geburtsdatum und Alter, so wie eben Geburtsdatum an. Dann nehme ich eben die Telefonnummer beispielsweise. Und als letztes noch die E-Mail-Adresse. Und schon sollten meine Kontakte, wenn es passt, eben ausgegeben werden. Mit den jeweiligen Feldern, die Sie haben. Und wenn diese Felder eben nicht gesetzt sind, dann passiert einfach nichts. Wenn wir mit dem Kontakt fertig sind, dann geben wir noch eine Leerzeile für den nächsten Kontakt aus. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob das funktioniert. Wir sehen hier eben, wenn ich jetzt die 1 drücke, bekomme ich hier Walter White, Geburtsdatum 15.03.61. E-Mail ist das. Hier haben wir Jesse Pinkman, der hat ebenfalls das Geburtsdatum, er ist 26. Und wir haben hier bloß die Telefonnummer eben angegeben und Hank Schrader wäre hier. Und wir könnten dann eben noch, oder dann kommt eben wieder das Menü, das wir vielleicht noch ein bisschen besser machen könnten. Das heißt, wenn wir diese Methode hier aufgerufen haben, könnten wir noch einen console.readline machen. Heißt, wenn wir die Kontakte ausgeben, muss man eben nochmal Enter drücken, damit man wieder zur Kontaktverwaltung zurückkommt. Wir könnten dann sogar sagen, dass wir eben, das wäre auch interessant, dass wir eben hier einen Clear noch machen. Das heißt, wenn wir das jetzt hier anschauen, dass wir hier eben diese Kontakte ausgegeben haben und dann Enter drücken, dann kommen wir wieder hier zurück. Okay, dann haben wir die erste Methode damit implementiert. Dann geht es natürlich um das Erstellen eines neuen Kontakts. Was wir hier natürlich machen, ist erstmal die Strings für die entsprechenden Sachen einlesen. Und zwar werden wir uns auch hier wieder eine Hilfsmethode anschreiben am besten. Die eben wie folgt aussieht. Wir bauen wir machen das mal ganz kurz vor. Private static string, String ein. Anzeigetext. Wieder ein Write und geben hier eben diesen Anzeigetext aus und dann machen wir String die Eingabe und console.readline hier und geben eben dann diese Eingabe natürlich auch zurück. Davor machen wir aber noch ein WriteLine, damit die eben eine Zeile dazwischen ist. Und genau das können wir dann auch hier oben nutzen. Das heißt, anstatt dieser 3 Codezeilen können wir eben sagen, die String ein. Mit eben ihre Auswahl. Dann können wir diese 3 Zeilen uns auch schon sparen. Dann nehmen
nehmen wir eben hier ebenfalls die String ein. Das brauchen wir auch für den Nachnamen. Dann haben wir eben das Alter. Das ist natürlich eine nullable Datetime. Wir nennen es einfach mal Geburtsdatum. Dazu brauchen wir eben noch eine eigene Funktion. Die schreiben wir aber eigentlich gleich direkt mit hier. Lies Geburtsdatum ein. Und die erstellen wir uns auch gleich. Und dann haben wir eben noch eine E-Mail. Und einen Telefon-Eintrag. Ich habe noch den Doppelpunkt und das Leerzeichen vergessen. Wenn wir das haben, bauen wir uns eben einen neuen Kontakt auf, ein neues Kontaktobjekt. Das halte ich mir vorerst mal in dieser Variable. Dann geben wir eben den Vornamen rein und initialisieren den Rest eben so, dass es passt. Das heißt, wir haben hier das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse, die, was haben wir noch? Den Nachnamen natürlich, die Telefonnummer. Damit das alles passt, machen wir das Ganze so. Dann sollten wir alles haben, was auf diesem Objekt setzbar ist. Und wenn wir das gemacht haben, können wir eben zu unserer Liste, die wir hier auch mit übergeben bekommen, diesen neuen Kontakt hinzufügen. Das macht man eben mit der Funktion add. Und hier sind dann unsere neue Kontakt drin. Was eben noch fehlt, ist, dass wir hier sicher gehen müssen, dass der User keinen Leerstring eingegeben hat. Und dazu schreiben wir nochmal eine extra Funktion. Die nennen wir eben private static string release Vorname ein. Die ersetzt uns das. Was wir hier eben machen ist, wir lesen natürlich einen String ein mit Vornamen, also genauso wie wir es vorher gemacht haben. Wir überprüfen hier aber noch, ist, dazu gibt es die Hilfsfunktion String is null or empty. Diese Funktion überprüft eben, ist das ein Leerstring, der hier zurückgekommen ist, oder ist dieses Objekt null? Dann geben wir eben diese Sache nicht aus. Und wenn das eben zutrifft, machen wir es so, ist leichter lesbar, dann geben wir sofort den Vornamen zurück. Ansonsten sagen wir eben console.writeLine, Ihre Eingabe war nicht korrekt.
Bitte versuchen Sie es erneut. Ich kann sogar sagen, der Vorname muss gesetzt werden. Bitte versuchen Sie es erneut. Das Ganze machen wir dann natürlich, damit das immer wieder ausgeführt wird, in eine While-True-Schleife gesetzt. Okay. Was ich hier noch machen möchte, ist wenn Console Readline kommt und er drückt Enter, bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob dort ein leerer String, also quasi das hier zurückkommt oder eben null. Ich glaube, es ist einfach ein leerer String und deswegen werde ich hier noch überprüfen, ist die Eingabe gleich String.empty. Das ist eben das gleiche, wie wenn ich das hier schreiben würde. Das steht eben in dieser konstanten empty mit drin. Wenn eben hier ein Leerstring drin steht, dann gebe ich null zurück, ansonsten eben die Eingabe. Das heißt, ich bin mir sicher, dass bei LeeString ein, wenn er eben nichts eingibt, hier tatsächlich null steht und das nutze ich ja in dieser generischen Funktion, dass ich hier diese Sachen ausgebe. Ich werde das aber nochmal refactoren, weil ich es eigentlich nicht ganz sauber finde, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Was ich hier machen werde ist, ich nehme das wieder raus, ich gebe sofort die Eingabe zurück und ich mache diese generische Funktion, die ich hier geschrieben habe, wieder nicht generisch. Und hier tatsächlich einen String baut. Ich kann hier genauso überprüfen, ist dieses Kontaktfeld 0 oder leer, ein leer String. Das finde ich sauberer. So, und hier muss ich dann natürlich auch die Liste wieder mit übergeben. Und dann schauen wir doch einfach mal, ob wir jetzt diese Sachen ausgeben können. Und hier geben wir den Kontakt, neuer Kontakt heißt die Variable, voller Name aus. Machen wir einen Readline. Und löschen dann die Konsole, damit unser Menü wieder angezeigt wird. Genauso eben, wie wir hier oben verfahren haben beim Erstellen des Kontakts. Okay, dann schauen wir unser Programm mal an. Wir können eben alle Kontakte anzeigen und jetzt einen neuen auch erstellen. Oder rufe ich die Funktion noch nicht richtig auf? Hier ist noch ein Fehler offensichtlich. Erstellen einen neuen Kontakt, schauen wir nochmal rein. Hier muss wohl noch in der LeeString ein Fehler sein. Warum blockiert er hier nicht? Schauen wir nochmal durch, wo der Fehler genau liegt. Wenn ich diese Methode aufrufe, so mal hier einen Breakpoint, damit wir hier ankommen, wenn ich jetzt 2 drücke. Also ich möchte jetzt den Vornamen einlesen, komme hier in diese While-True-Schleife. Ich gebe hier den Anzeigetext aus und mache dann den Readline.
komisch. Okay, also ich sag jetzt eben mal, ich füge mich hinzu. Ja, prüfen wir, ist das nicht der Fall. Gehen wir weiter. Wir lesen hier ein String ein. Den Nachnamen. Das Geburtsdatum. Ach ja, vielleicht liegt es deshalb. Diese Methode hier habe ich noch nicht implementiert. Okay. Also wir lesen natürlich wieder ein String ein mit Geburtsdatum. Und wir versuchen das dann eben hier in ein... Na, wir können es auch mal mit Datetime Try Parse machen, natürlich. Dass wir hier eben sagen, wenn die Eingabe gleich 0 ist, oder eben String is null or empty, dann geben wir die Eingabe einfach zurück. Entschuldigung, dann geben wir einfach null zurück, natürlich, dumm. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann nutzen wir datetime.tryParse und geben hier eben diesen String an. Die Eingabe. Und wir brauchen hier eben noch eine Datetime. Wird. Und wir überprüfen das hier in dieser Abfrage, ob das funktioniert hat. Also tryParse gibt eben einen Boolean zurück. Wir können uns diese Methode natürlich nochmal kurz anschauen. Dieser Boolean sagt eben aus, wenn true zurückgegeben wurde, ja, dieser String, der konnte als Datetime interpretiert werden. Beim Konvertieren ist kein Fehler aufgetreten. Und das Ergebnis steht eben dann hier in diesem Out-Parameter drin. Das heißt, wenn das funktioniert hat, dann können wir eben das Geburtsdatum zurückgeben. Wir sehen auch hier, hier gibt es eine implizite Konvertierung von einer normalen Datetime zur Nullable Datetime. Und wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir auch hier eine Endlosschleife. Wir geben noch extra aus das eingegebene Datum konnte nicht interpretiert werden. Bitte versuchen Sie es erneut. Dann haben wir das. Und jetzt kommt nochmal der nächste Versuch, damit das funktioniert. Ich finde das Programm nochmal aus. Alle Kontakte ausgeben funktioniert. Wir möchten jetzt einen neuen Kontakt erstellen, eben den König Pflug. Und der hat den 12.02.1987 Geburtstag. Und kenny1.flug@oth-regensburg.de ist meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer lasse ich leer. Dann wurde dieser neue Kontakt erstellt und wir sind wieder hier im Hauptmenü. Und wir sehen eben, wenn wir jetzt alle Kontakte auflisten, dass ich ebenfalls mit hinzugefügt wurde. Und ich bin eben gerade 27 Jahre alt. Dann machen wir hier weiter. Und beenden das Programm. So, das letzte, was wir eben noch machen müssen, ist einen bestehenden Kontakt aus dieser Liste wieder entfernen. Das heißt, wir fangen jetzt hier wieder mit einer For-Each-Schleife an.
lassen uns natürlich diese Kontaktliste übergeben. Und geben jetzt hier eben, ich werde es sogar mit einer Vorschleife machen, da habe ich nämlich den Index dabei. Count, wir nutzen hier eben die Count-Eigenschaft der Liste, um festzustellen, wie viele Elemente sind denn in ihr enthalten. Und wir geben hier eben in dieser Variablen Kontakt den entsprechenden Punkt an. Und wir geben dann bloß auf der Konsole aus eben welchen Kontakt möchten Sie löschen? Und hier geben wir eben in einem formatierten String an, wie dieser aufgebaut sein soll. Hier machen wir eben den Index in diesen runden Klammern nach genau diesem Schema, wie wir es hier oben gemacht haben. Dann kommt ein Leerzeichen und dann kommt der volle Name des Kontakts. Kontakt, also wir geben hier einmal an, natürlich I plus 1. Und Kontakt.voller Name. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir eben jetzt einen Integer einlesen. Das heißt, wir brauchen hier wieder eine Eingabe. Wir müssen noch eine Leerzeile machen. Wir lesen hier wieder einen String ein. Ihre Wahl. Und wenn wir das geschafft haben, dann versuchen wir eben diesen String als Int zu parsen. Ausgewählter Index ist dann eben, und hier könnten wir eben auch Convert to Int32 benutzen und darum einen Try-Catch-Block machen, wie wir das schon öfters gemacht haben. Und hier nutze ich aber die Int.TryParse-Methode, die es genauso auch auf Datetime gab, nur dass es sich da eben um Zeitpunkte eben handelte. Und hier geben wir eben die Eingabe rein und machen einen Out-Parameter, den ausgewählten Index. Und wenn das nicht funktioniert hat, das heißt hier false zurückgegeben wurde, dann fange ich diese Schleife, die ich noch hier gleich drumherum baue, eben ab. Ich mache hier noch eine while true Schleife, mit der ich das hier hinsetze. Dann möchte ich aber noch eine Fehlermeldung angeben. Console.WriteLine. Ihre Eingabe entspricht keiner Zahl. Bitte versuchen Sie es erneut. Continue. Und ansonsten versuche ich eben hier rauszufinden, ob das ein valider Index ist. Das heißt, if ausgewählter Index kleiner als 0 oder ausgewählter Index Punkt größer gleich größer ist als Kontakte.count. Auch hier bin ich in einem Fehlerfall. Console.WriteLine. Die ausgewählte Zahl ist nicht korrekt. Bitte versuchen Sie es erneut.
erst wenn das geklappt hat, dann nehme ich eben Kontakte an der Stelle ausgewählter Index minus 1. Ich habe es für den Nutzer sozusagen in seiner Form, wie er es intuitiv erwarten würde, nicht 0 basiert, sondern eben 1 basiert ausgegeben. Also der 0. Kontakt hat die ID 1 bekommen und deswegen muss er hier bei dieser Auswahl eben auch wieder 1 abziehen. Das heißt, ich muss ja eigentlich überprüfen, um genau zu sein, ob er kleiner 1 ist. Weil wenn er 0 eingibt, dann habe ich auch hier ein Problem. Dafür muss ich hier nicht count minus 1 rechnen im Gegenzug. Also dieser Kontakt, den löschen wir einfach. Aber das mache ich natürlich nicht mit diesem Index-Operator, sondern mit remove at und nutze hier eben ausgewählten Index minus 1 und mache dann den Return aus der Funktion, damit ich eben diese While-Schleife hier wieder verlasse. Okay. Dann müssen wir hier natürlich auch noch die Kontakte übergeben. Prinzipiell sollte das jetzt aber alles gewesen sein, was wir zu dieser Aufgabe brauchen. Und wir schauen uns nochmal an, ob das Ganze funktioniert. Also wir können alle Kontakte anzeigen, das hat funktioniert. Ich kann mich als neuen Kontakt hinzufügen. Und wenn wir eben einen bestehenden Kontakt löschen möchten, dann muss ich ihn jetzt hier auswählen und ich möchte beispielsweise mich wieder rauslöschen und sehe, ich habe hier noch einen Console Clear vergessen, aber das werden wir jetzt gleich noch ändern. Und zwar war das hier unten eben, wenn ich ihn hier rausnehme, Brightline am besten machen, der Kontakt, kommt mir hier diesen, der entfernte Kontakt, nennen wir es ein bisschen besser, der zu entfernende Kontakt ist eben Kontakte an der Stelle ausgewählter Index minus 1 und hier gebe ich eben noch aus, dass der entfernt wurde. Komma zu entfernter Kontakt voller Name. Noch eine Console readline und dann eine Console. Okay, nachdem wir das gemacht haben, schauen wir uns nochmal an, ob es jetzt funktioniert. Nehmen ihn wieder weg und wenn ich jetzt alle Kontakte anzeige, dann sehen wir, dass er nicht mehr vorhanden ist. Okay, Sie werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum haben wir das denn hier eigentlich alles bloß funktional aufgeteilt, so wie es in C der Fall ist. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall mit Absicht gemacht, weil wir in der Vorlesung nochmal genauer besprechen werden, wie man diesen Code hier objektorientiert hinbekommt. Wir haben hier eben das Problem, dass wir einerseits Logik, die eben zur Verarbeitung, Core-Logik, vermischt wird mit eben User-Interface-Logik, wie wir es hier sehen. Also wir haben in einer Funktion eben sowohl verarbeitende Logik hier für diese Kontaktliste als auch hier Code, der sich mit dem User Interface beschäftigt. Entschuldigung. Und
Genauso ist das auch in diesen ganzen Funktionen hier. Also diese würde noch gehen, weil diese wirklich nur Kontakte entgegennimmt und ausgibt. Aber was wir hier machen, wir nehmen irgendwelche Parameter entgegen, entstellen direkt das Objekt. Also diese beiden Zeilen hier sind eigentlich nicht mit User Interface Logik verbunden, sondern das ist die Core Logik, nämlich das Hinzufügen eines neuen Kontakts. Und dann geht hier wieder User Interface Logik weiter. Ich wollte es einfach bloß nochmal so zeigen, weil man das einfach intuitiv als Anfänger in der objektorientierten Programmierung so schreiben würde. Und nochmal explizit darauf hinweisen, dass wir eben hier eigentlich eine Vermischung von bestimmten Funktionalitäten haben und dass wir eben hier keine Separation of Concerns finden. Das ist der Punkt, den ich schon so oft angesprochen habe. Wir werden aber dieses sogenannte Negativbeispiel eben, Negativbeispiel in zwei Anführungsstrichen, auch in der Vorlesung zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal benutzen, um es zu verbessern und bei dieser Verbesserung, bei diesem Refactoring, wie man ja auch sagt, sehen wir dann, wie wir durch Objekte eben unterschiedliche Zuständigkeiten aufbauen können und dann können wir auch Teile dieses Programms wieder besser wieder benutzen. Wie gesagt, das war jetzt Absicht von mir, dass ich es eher im funktionalen C-Stil programmiere und Separation of Concerns nicht beachte, weil wir das eben noch zu einem späteren Zeitpunkt verbessern möchten. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.